Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hinter mir sehen Sie die Rekonstruktion eines römischen Kalendariums. Wenn Sie sich's ein bisschen genauer ansehen, werden Sie einiges entdecken, was das mit einem modernen Kalender gemeinsam hat. Es gibt 12 Spalten für 12 Monate. Was Ihnen fehlen wird, sind Nummern für die einzelnen Tage des Monats. Stattdessen stehen da nur Buchstabenfolgen. Der erste Buchstabe bezeichnet den Wochentag. Die Römer hatten eine 8-Tage-Woche und haben die Wochentage einfach mit den Buchstaben von A bis H bezeichnet. Die Woche geht immer am 1. Januar los mit einem Tag A und dann werden die Tage durchnummeriert bis H und dann geht es wieder von vorne los mit A und so das ganze Jahr durch. Nach diesem Wochenbuchstaben kommen weitere Buchstaben oder manchmal auch längere Texte. Die bezeichnen Feiertage. Wir sehen zum Beispiel am 17. Dezember das Fest der Saturnalien. Großes römisches Fest, entfernt verwandt mit unserem Karneval. Vor allem aber, und das ist die Bedeutung für das Rechtswesen, bedeuten die Abkürzungen, die da stehen, ob der Tag als Gerichtstag geeignet ist. Das ist nicht der Fall, wenn da ein N steht. Zum Beispiel an den ersten Dezembertagen steht jeweils nach dem Wochenbuchstaben ein N. Das bedeutet, es handelt sich um einen Dies Nefastus, einen unrechtbringenden oder unrechtmäßigen Tag. An solchen Tagen darf der römische Gerichtsmagistrat, der Prätor, die feierlichen Worte des Gerichtslebens, do, dico, attico, ich gewähre, ich spreche aus, ich spreche zu, nicht sagen. Und deswegen können Verhandlungen vor dem Prätor nicht stattfinden. Man muss also, wenn man ein rechtliches Anliegen hat, wissen, an welchen Tagen man überhaupt vor dem Prätor erscheinen darf. Und deswegen spielt das für das Rechtsleben eine wichtige Rolle. Und angeblich soll nun ein Freigelassener namens Gnaeus Flavius im Jahr 304 vor Christus diesen Kalender, der davor nur den Priestern im Collegium der Pontifices bekannt war und von ihnen verwahrt wurde, öffentlich gemacht haben. Genauso wie die Klageformel, die man vor Gericht sprechen musste und die auch bei den Pontifices verwahrt wurden. Das soll den Anfang der römischen Rechtswissenschaft markieren, also den Anfang einer Beschäftigung mit dem Recht, die prinzipiell jedem offen stand, die nicht auf das Kollegium dieser Priester beschränkt war. Und weil diese Tat so hohen Symbolcharakter hat, hat viele Jahrhunderte später der deutsche Jurist und Rechtshistoriker Hermann Kantorowicz, ein sehr bedeutender Mann zu Anfang des Jahrhunderts, seine Schrift Der Kampf um die Rechtswissenschaft, in der er eine neue Rechtswissenschaft, die sogenannte Freirechtsbewegung, fordert, unter dem Pseudonym Gnaeus Flavius veröffentlicht, um zu sagen, wie Gnaeus Flavius mache ich das Tor auf für eine ganz neue Rechtswissenschaft. Ob diese Tat ihren Symbolcharakter zu Recht hat und wie es nun wirklich war mit dem Anfang der römischen Rechtswissenschaft, was hinter der Legende steht, das ist das Thema dieses Videos. Am Anfang steht ein Blick auf den historischen Kontext, in dem man sich im Jahr 304 vor Christus und drumherum befand, wenn man sich mit dem römischen Recht auseinandergesetzt hat. Zunächst ein paar Daten zu den wichtigsten Ereignissen, vor allem der Zeit des 3. bis 1. Jahrhunderts. Drei Daten habe ich abgedruckt, die noch im 4. Jahrhundert liegen, sozusagen als Vorgeschichte. Die Römer sind am Boden bei ihrer Niederlage gegen die Gallier. An der Allia 390 oder 387 vor Christus. Die Gallier dringen ja sogar bis nach Rom vor. Die Römer kommen aber wieder hoch. Sie breiten sich aus in Italien. Ein Zeichen ihrer Ambition in ganz Italien ist der Bau der Via Appia, einer großen Straße von Rom bis nach Brindisi im Süden, unter dem namensgebenden Zensor Appius Claudius. Ein Datum, das
auch für die weitere Entwicklung wichtig ist, ist der Tod Alexanders des Großen im Jahr 323 vor Christus. Denn damit entsteht ein Machtvakuum, sein großes Reich zerbricht, zerfällt in Diadochenreiche und die Römer werden nach und nach in dieses Machtvakuum vorstoßen. Zunächst mal führen sie Krieg gegen einen hellenistischen König, den König Pyrrhus. Das ist ein Krieg, der in Italien geführt wird. Sie gewinnen und machen Bodengut, indem sie etruskische Gegenden erobern und dabei zeichnet sich ein Mann namens Coruncanius aus, der uns noch wieder begegnen wird. Mit der Ausbreitung nur in Italien ist es dann zu Ende mit den Punischen Kriegen, wo die Römer die ersten Kolonien oder Provinzen außerhalb Italiens begründen, mit Sizilien und Sardinien, die nicht zur italienischen Halbinsel gehören. Mit dem zweiten Punischen Krieg breiten sie sich dann schon nach Spanien aus und schließlich mit dem dritten Punischen Krieg bis nach Afrika. Die Gallier kriegen zurück, was sie den Römern angetan haben, Jahrhunderte später. Nun wird das gallische Land erobert, zunächst in Südfrankreich und später dann unter Cäsar auch weiter im Norden. Dazwischen habe ich einige Daten zur Rivalität von Sulla und Marius vermerkt, auf die wir gelegentlich zurückkommen. Für heute mag das genügen. Wenn man sich das nochmal bildlich vorstellt, sieht man, dass aus dem Stadtstaat Rom zunächst eine Regionalmacht in Italien wird. Das ist schon um 300 vor Christus erreicht. Mittelitalien ist unter römischer Herrschaft. Und im nächsten Jahrhundert breitet man sich dann in ganz Italien und auch schon darüber hinaus aus. Um 200 vor Christus, wie Sie sehen, beherrschen die Römer fast ganz Italien und schon erhebliche Gebiete außerhalb. Und in den nächsten zwei Jahrhunderten, also bis zur Geburt Christi und bis zum Beginn der Kaiserzeit, wird dann alles, was auf dieser Karte zu sehen ist, mit minimalen Ausnahmen römisches Territorium. Zugleich entwickelt sich in der Zeit, die uns heute interessiert, die Wissenschaften im griechischen und hellenistischen Bereich, also im Bereich der ehemaligen Herrschaft Alexanders des Großen, fort. Das betrifft zunächst mal vor allem die Philosophie. Der Begründer der Philosophie ist Platon, der Schüler des Sokrates, der die Gedanken des Sokrates niederschreibt und fortentwickelt. Und die Philosophenschule der Akademie benannt nach dem Treffpunkt im Hain des Akademos. Und alsbald bildet sich dann eine zweite Richtung heraus, die begründet wird von dem nicht minder berühmten Aristoteles, unter anderem auch der Lehrer Alexanders des Großen, dessen Philosophenschule sich das Peripatos nennt. Und in vielem eine andere Sicht als Platon wahrnimmt. Typisch für Aristoteles und seine Schüler ist auch, dass sie nicht reine Philosophen sind, sondern sich für viele andere Bereiche interessieren. Aristoteles selbst hat nicht nur über Metaphysik, sondern auch über Physik geschrieben und sein Schüler Theophrast zum Beispiel über Botanik, hat aber auch sowas wie ein rechtsvergleichendes Buch geschrieben über Kaufverträge nach verschiedenen Rechtsordnungen. Und damit gehört er zu den wenigen griechischen Denkern, die sich mit dem Recht im Detail beschäftigt haben. Staatsphilosophie, Rechtsphilosophie gibt es mehr, aber den Blick auf konkrete rechtliche Vorschriften selten. Eine weitere wichtige Richtung ist die epikureische Philosophie, die den Lustgewinn ganz in den Vordergrund stellt und sich in einem Garten trifft, griechisch Kepos, deswegen auch der Kepos genannt wird. Und mit den lustbetonten Epikureern konkurrieren die sittlich eher strengen Stoiker, benannt nach der Stoa Poikile, dem bunten Wandelgang, in dem sie sich treffen. Der Begründer ist ein Zenon von Kition, ein wichtiger Vertreter, ein Mann namens Panaitios, der später in Rom wirkt. Und schließlich gibt es noch eine Richtung, die hier genannt werden soll, die sogenannte skeptische Akademie. Die Akademie ist dieselbe Akademie, die Platon begründet hat, also die Philosophenschule des Platon. Es gab aber im weiteren Verlauf der Entwicklung der hellenistischen Wissenschaften eine Wandlung.
Man hat weniger die Gedanken des Platon, der große Systeme auf der Basis seiner Ideenlehre entwirft, in den Vordergrund gestellt, sondern die Dialoge des Sokrates, vor allem die, in denen nicht Platon, sondern Sokrates selbst zu erkennen ist. Und bei Sokrates ist ja ganz typisch, dass vor dem Wissen der Zweifel steht. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist der Wahlspruch des Sokrates. Und dieser methodische Zweifel, die generelle Skepsis gegenüber der Möglichkeit, etwas zu erkennen, wird dann typisch für die Leitung der Platonischen Akademie für eine lange Zeit. Das beginnt mit einem Mann namens Agesilaos. Und zu den Vertretern dieser skeptischen Richtung gehört auch ein späteres Schulhaupt der Akademie namens Karneades, Ihnen vielleicht bekannt wegen des strafrechtlichen Beispiels des Brett des Karneades, das er erfunden haben soll, der auch, genauso wie Panaitios, in Rom wirksam war. So viel zum Hintergrund. Wenden wir uns jetzt der Geschichte vom Kalender und der Entstehung der römischen Rechtswissenschaft zu und schauen wir auch, was diese historischen und wissenschaftsgeschichtlichen Rahmenbedingungen damit zu tun haben mögen. Am Anfang der Wissenschaft soll, wie schon hervorgehoben, eben die Veröffentlichung der Prozessformeln und des Kalenders durch den Gnaeus Flavius stehen. Ich habe Ihnen hier noch abgedruckt, was Mommsen dazu gesagt hat, welche Bedeutung er dem beimisst. Wichtig für uns ist zunächst mal, dass diese Geschichte in der Frühzeit des römischen Rechts spielt, wo vieles auch legendär ist. Dass es die hier handelnden Personen gab, ist aber wohl sicher. Appius Claudius ist derselbe, der die Via Appia gebaut hat. Insgesamt eine ganz beherrschende Figur dieser Zeit. Und die Geschichte ist von vielen Schriftstellern beglaubigt, auch von solchen, die es wohl aus zeitgenössischen Quellen haben oder wesentlich näher an der am Geschehen liegenden Quellen haben. Die Geschichte hat sich aber möglicherweise nicht so abgespielt, wie sie bei Pomponius in der Schilderung, die ich auf dem Arbeitsblatt für heute abgedruckt habe, erscheint. Da erscheint das als die freche Tat eines Emporkömmlings, eines Freigelassenen, der da Dinge, die bis dahin Geheimnis der Priester, des Priesterkollegiums waren, an die Öffentlichkeit bringt. Tatsächlich ist es vielleicht mehr so, dass das Priesterkollegium selber sich öffnet. In dieser Zeit, Anfang des 3. Jahrhunderts, dürfen zum ersten Mal auch Plebejer dort Mitglied werden. Also die Priesterschaft wird, wenn man das modern ausdrücken will, diverser. Und damit geht vielleicht auch eine Öffnung über des Wissens dieser Priesterkollegien über über die Zahl der Priester, der Pontifices hinaus einher. Also es kommen dort neue Leute hinein aus anderen Bevölkerungsschichten und man wird etwas weniger heimlich-tuerisch, man öffnet sich nach außen. Außerdem ist es wohl so, dass das, was da veröffentlicht wurde, nicht wirklich Geheimwissen war, sondern nur Wissen, das die Priester verwahrten und dass man sich ihnen auch abschauen konnte, denn die Gerichtsverhandlungen waren ja öffentlich, da konnte man sehen, welche Formeln gesprochen werden, aber eben nur die Priester hatten sie aufgezeichnet und kannten sie und gaben sie bekannt. Und nun kommt also jemand, nämlich dieser Gnaeus Flavius oder vielleicht eher sein Chef, sein Freilasser Appius Claudius, lässt diese bisher von den Priestern verwahrten Kenntnisse veröffentlichen. Das ist vielleicht weniger Ausdruck eben eines Geheimnisverrats als mehr einer Öffnung dieses Kollegiums, eines Offenwerdens der römischen Gesellschaft und eines verstärkten Interesses an solchen Fragen, was wiederum auch mit den zunehmenden Einflüssen aus Griechenland zu tun haben könnte. Jedenfalls stellen wir fest, bis zu dieser Zeit war offenbar das Recht und die feierlichen Formeln, die dabei zu sprechen sind, ebenso wie die Tage, an denen überhaupt Recht gesprochen werden können, kann Sonderwissen der Priester, des Priesterkollegiums der Pontifices. Jetzt wird das Wissen, das aufgeschrieben wird, das öffentlich zugänglich wird. Und es begegnet uns eben hier wieder als angeblich der erste Rechtslehrer in Rom, Tiberius Coruncanius, den wir eben schon als Feldherrn kennengelernt haben, eben der erste Plebejer, der auch in diesem feinen Kollegium mitmachen darf und der genauso wie Gnaeus Flavius sein Wissen dann öffentlich macht. Es ist also glaubhaft, dass um diese Zeit, als eben Rom auch einen Aufschwung nahm und
vieles sich veränderte, dass um diese Zeit das Recht zum Gegenstand öffentlicher Diskussionen wurde, nicht mehr eine Geheimwissenschaft war. Es scheint aber eine ganze Weile gedauert zu haben, bis daraus eine breitere Bewegung wurde, denn wenn Sie den Text von Pomponius lesen, dann sehen Sie, dass nach diesen ersten Gründergestalten, Gnaeus Flavius und Tiberius Coruncanius, erstmal lange Zeit nichts kommt. Fast 100 Jahre später liegt dann der nächste bedeutende Jurist, von dem er zu berichten weiß, ein Mann namens Sextus Aelius, Konsul des Jahres 198, der eben auch wieder ein Rechtsbuch, ein Jus Aelianum, geschrieben haben soll. Nach Pomponius gibt es einige Bücher, die noch älter sind, aber eben zwischen Coruncanius und dem, was dann folgt, klafft eine große Lücke. Und nachdem nun schon so viel passiert ist, spricht Pomponius dann dafür, dass in der nächsten Generation, jetzt sind wir schon im zweiten Jahrhundert vor Christus, in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, die Begründer des Zivilrechts tätig gewesen seien, also drei Gestalten, die offenbar prägend gewesen sind für die folgende Zeit. Werfen wir mal einen Blick auf das Zusammenspiel zwischen dieser sich allmählich entwickelnden, sich von den Priestern emanzipierenden Rechtswissenschaft und der griechisch-hellenistischen Kultur, die wir eben schon gesehen haben. Dann ist klar, je größer Rom wird, je mehr Rom Territorien außerhalb seines unmittelbaren Umkreises erobert, desto mehr kommt es auch in Kontakt mit den anderen großen Mächten dieser Zeit, also mit dem Alexanderreich bzw. den Nachfolgereichen Alexanders des Großen und damit sicherlich auch mit dem, was dort gedacht und geschrieben wird, also mit der griechischen Philosophie und Rhetorik. Die Griechen haben keine Rechtswissenschaft entwickelt, abgesehen von diesem einen Beispiel bei Theophrast gibt es keine griechischen rechtswissenschaftlichen Werke, aber ihre Art, Gedanken zu ordnen, zu gliedern, Kategorien zu bilden, Dinge, die insbesondere im Werk des Aristoteles wichtig sind, übernehmen offenbar die römischen Juristen, wenn sie nun anfangen, Rechtsbegriffe zu definieren, auszulegen. Und im zweiten Jahrhundert kommt es dann auch zu ganz konkreten Einflüssen, insofern als griechische Philosophen nach Rom kommen. Das ist zunächst mal Panaitios, das Oberhaupt der Stoa, also einer der wichtigsten und populärsten Richtungen der griechischen Philosophie in dieser Zeit. Der ist zwar Schulhaupt der Stoiker in Athen, leitet also dort die Philosophenschule, lebt aber zeitweise in Rom und ist da Mitglied eines Kreises um den jüngeren Scipio. Das ist derjenige, der Karthago im dritten Punischen Krieg erobert und zerstört hat. Wenn der nicht in den Krieg zieht, ist er ein Schöngeist, hat um sich herum eine Gruppe von Intellektuellen und Philosophen. Und zu dieser Gruppe gehört eben Panaitios, der auch nach dem, was bei Pomponius steht, konkreten Einfluss zumindest auf einen Mann namens Quintus Tubero gehabt hat. Der soll, wie der Text wohl richtig zu verstehen ist, ein Hörer des Panaitios gewesen sein und auch die anderen, die dabei Pompon genannt werden, waren möglicherweise im Umkreis dieses Scipionenkreises und damit im engen Kontakt mit der stoischen Philosophie. Andererseits ist ein Vertreter der neuen skeptischen Richtung der Platonischen Akademie, nämlich der schon genannte Carneades, als Gesandter in Rom gewesen und muss dort aufsehenerregende Vorträge gehalten haben. Diese skeptische Weltsicht hat nicht allen gefallen. Der ältere Cato war der Meinung, das bringt die Jugend auf dumme Gedanken und war dafür, dass Carneades möglichst bald wieder nach Hause geht. Also wir können annehmen, dass diese griechischen Philosophen Einfluss ausgeübt haben, allgemeinen Einfluss der griechischen Denk- und Argumentationsweise findet man vielfach in der römischen Rechtsliteratur. Man findet auch konkrete Anleihen bei den Stoikern. Das ist einleuchtend, weil die eben einen besonders starken Einfluss hatten. Es gibt auch die Auffassung, dass neben der Stoa die skeptische Akademie einen besonders gut nachweisbaren und spürbaren Einfluss gehabt hat, dass das also als ein zweiter wichtiger Impuls etwas später wirksam geworden sei, vor allem dann bei dem Juristen Servius Sulpicius Rufus schon an der Schwelle zur juristischen Klassik. Das ist sehr streitig, da will ich nicht ins Einzelne gehen. Nach meiner Auffassung sind die Belege dafür nicht stark genug, um das so in den Vordergrund zu stellen. Jedenfalls orientieren sich die römischen Juristen auch später an der Art und Weise, wie sich die griechischen Philosophen organisieren, nämlich in der Weise, dass sie Vereinigungen bilden, die einen Versammlungsraum haben und
einen Versammlungsort haben, wo sie mal diskutiert und Vorträge hört, und ein Schulhaupt in ähnlicher Weise als lockerer Zusammenschluss gleichgesinnter Juristen, die immer ein Oberhaupt haben und sich treffen, haben sich allerdings erst in der etwas späteren Zeit, in der klassischen Epoche, bei den Römern zwei Rechtsschulen gebildet, wo eben auch um ein Schulhaupt herum Juristen sich versammelten, die Meinungen von ihren Schulhäuptern weitergaben und so eine gewisse juristische Tradition aufbauten. Das legt die Frage nahe, was waren denn nun eigentlich die römischen Juristen? Was taten sie unter dem Einfluss aller dieser Zeitumstände? Nun, zunächst mal taten sie das, was Juristen auch heute noch tun. Sie halfen bei der Vertragsgestaltung, sie erteilten Rechtsauskünfte und sie arbeiteten auch als Anwälte, als Prozessvertreter, wobei sie dabei immer in Konkurrenz standen zu den Rhetoren, die zwar Rechtskenntnisse hatten, aber eben hauptsächlich sich um eine rhetorisch gelungene Darbietung mühten und ans Gefühl der Richter appellierten und weniger mit präziser juristischer Argumentation zu tun hatten. Ein bekannter Fall, wo ein Rhetor, nämlich Licinius Crassus, und ein Jurist, nämlich Quintus Mucius Scaevola, gegeneinander antraten, ist die sogenannte Causa Curiana, ein berühmter großer Erbrechtsstreit in der republikanischen Zeit. Der Jurist hat leider verloren. Also, einerseits haben die Juristen Tätigkeiten, die wir auch heute wiedererkennen, das, was auch heute Anwälte tun. Andererseits war das damals kein Brotberuf. Alle Personen, die wir bisher genannt haben, sind Aristokraten, sind Angehörige der Oberschicht, sind zugleich Inhaber hoher Staatsämter und sitzen im Senat. Und sie arbeiten als Juristen nicht für Geld, sondern allenfalls für indirekte Belohnung. Es ist also keineswegs so, dass es sich für einen römischen Juristen nicht lohnt, juristisch tätig zu sein. Es kann sein, dass er irgendwann einen geldwerten Vorteil bekommt. Zum Beispiel mag es sein, ein dankbarer Mandant bedenkt ihn später in seinem Testament oder schenkt ihm mal was. Es kann auch sein, dass er politische Vorteile hat, dass er also beispielsweise politische Verbündete, die ihn später bei Wahlen unterstützen, gewinnt. Das Ganze lohnt sich also auf allerlei Weise. Es dient der Beziehungspflege in der römischen Oberschicht, aber es wird nicht schnöde entlohnt. Außerdem gibt es auch keinen geregelten Ausbildungsgang. Diese Juristenschulen sind ja mehr Versammlungen von Gleichgesinnten. Da findet kein organisierter Unterricht zunächst statt. Man lernt zunächst einfach, indem man einem erfahrenen Juristen über die Schulter schaut. Also indem man sieht, wie er seiner Tätigkeit nachgeht, wie er Verträge formuliert, wie er Gutachten erteilt, wie er als Redner auftritt. Vom 1. Jahrhundert vor Christus an sieht man dann gewisse Hinweise darauf, dass es wohl einen organisierten Anfängerunterricht gab, also am Anfang sowas wie Vorlesungen zu den Grundstrukturen und dann erst eine solche Lehre begann, wo man eben einem Juristen bei der Arbeit zusieht und vielleicht hinterher mit ihm über die Fälle im Kreis der Schüler diskutiert. Aber bis zu einer modernen juristischen Ausbildung, bis zu Prüfungen und dergleichen, ist es noch ein weiter Weg. Es handelt sich in gewisser Weise noch um die Muße-Tätigkeit von Aristokraten, die nicht für Geld arbeiten müssen. Unter dem Einfluss dieser neuen Wissenschaft, die, wie gesagt, inspiriert ist von griechischen Argumentations- und Denkstrukturen, die aber bei den Römern erstmals entwickelt wurde, eine eigenständige Wissenschaft vom Recht, entwickelt sich das Recht nun fort, indem man den Pontifices, den Priestern, das Recht aus der Hand nimmt, löst man es auch von der strengen Bindung an Wörter und von der Vorstellung, die Götter bewirken bestimmte Rechtsfolgen, wenn bestimmte feierliche Worte gesprochen wird. Es wird also der Weg frei zu einer freieren, nach dem Gewollten und Gemeinten fragenden Auslegung. Das ist ein allgemeines Charakteristikum, das römische Recht wird dadurch sehr viel flexibler. Zu dieser Flexibilität gehört auch, dass man nicht immer an starre Formen gebunden ist, dass nicht jedes Geschäft in feierlicher Form vollzogen werden muss, sondern es werden jetzt in großem Umfang formlose Vereinbarungen klagbar, so wie Sie das aus dem modernen Recht kennen. Der Vertrag kommt zustande durch übereinstimmende Willenserklärung, ohne dass eine Schriftform oder ein Ritual nötig ist. Das entwickelt sich auch schon in dieser vorklassischen Zeit der entstehenden Rechtswissenschaft.
dass eben bestimmte wichtige Verträge, Kaufvertrag, Mietvertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag, Gesellschaft und Auftrag, verbindlich werden, wenn sie mündlich vereinbart sind, ohne dass eine besondere Form eingehalten wird. Das begründen die Juristen offenbar mit dem Hinweis auf Treu und Glauben, auf die Bona Fides, die gute Treue als grundlegendes Rechtsprinzip. Die Kehrseite der Bona Fides war für die Römer und ist für uns heute die Arglist, das arglistige Verhalten. Auch diese Konzeption, also das treuwidrige, das arglistige Verhalten, das entweder als Verteidigung vorgebracht werden kann, ich kann mich gegen einen Anspruch verteidigen, indem ich sage, der Gegner verhält sich arglistig, oder auch als Grundlage einer Klage, das ist der heutige Paragraph 826 BGB, das geht zurück auf einen anderen Juristen dieser vorklassischen Zeit, nämlich auf den Aquilius Gallus, der 66 vor Christus Prätor war. Vielfältige Fortschritte gibt es in dieser vorklassischen Zeit, also ab etwa 300 vor Christus bis zum Beginn der klassischen Epoche um Christi Geburt, auch im Bereich des Prozessrechts und des Erbrechts. Dem ist aber eine eigene Stunde vorbehalten. Deswegen ist das heute noch nicht unser Thema. Wir werden uns in den nächsten Stunden weiter mit dieser römischen Rechtswissenschaft und dem, was sie hervorbringt, nämlich der klassischen römischen Rechtsordnung, beschäftigen. Für heute vielen Dank.